Herzlich willkommen im Spezialdepot. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Notkocher. Die Grenze zwischen Notkocher und einem Kocher, den man auch länger einsetzen kann, die ist fließend. Ich zeige euch einfach mal ein paar Modelle. Also der klassische Notkocher ist der Esbit Taschenkocher. Das hier ist jetzt eine gebrauchte Variante von der Bundeswehr. Die Bundeswehr-Variante hat den Vorteil, dass hier von Haus aus wasserdicht verpackte Würfel mitgeliefert werden. In der zivilen Freizeitvariante ist es so nicht vorgesehen. Das ist der hier. Sieht fast gleich aus. Und hier werden die normalen Trockenbrennstofftabletten mitgeliefert. Die haben den Nachteil, dass die nicht verpackt sind, nicht luftdicht verpackt, und wenn ihr das längere Zeit im Rucksack habt, könnte das auch sein, dass man es riecht. Das heißt, da würde ich empfehlen, dass man da den Kocher vielleicht in ein kleines Beutelchen tut. Was man auch machen kann stattdessen, was noch besser ist, es gibt die Esbit Riesenwürfel, so heißen die. Die sind automatisch wasser- und luftdicht verpackt. Die haben hinten so eine Alufolie drauf und da passen 4 Stück da in den Esbit-Kocher rein, in den Taschenkocher. Und so mache ich immer, wenn ich den dabei habe. Ich tue da 4 von den großen Wiesenwürfeln rein und dann kleppert es zwar ein bisschen, aber da kann man noch ein Taschentuch oder Zunder reintun und dann passt die Sache. Und dann hat man das vor allem wasserdicht. Ja, das ist die große Variante, der große Esbit-Taschenkocher. Da werden automatisch die Riesenwürfel mitgeliefert und die sind dann auch wasserdicht verpackt und so sehen die dann aus. Also da würde ich empfehlen, dass man sich immer die Riesenwürfel zulegt aus den genannten Gründen. Was es dann auch noch gibt, ist hier der kleine Faltkocher. Das ist auch eine schöne Notfallvariante. Der wird dann hier so aufgebogen oder Biegekocher und den kann man dann hier so draufstellen, Würfelchen drauf, anzünden. Ja, dann gibt es noch den Dreifuß von Esbit und da passt auch genau ein Würfel rein und den kann man dann auch hier draufstellen und schönes Feuerchen machen. Vorteil von der Variante ist, dass er halt wirklich extra leicht ist, ist aus Titan und den kann man dann auch extra klein zusammenfalten. Kleines Täschchen ist auch noch mit dabei, feine Sache. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit den Esbit Trockenbrennstoffkochern. Was wir hier noch haben, ist eine Variante von Esbit, das ist jetzt aus Edelstahl. Und da passt dann auch ein Würfelchen drauf. Vorteil ist, man hat automatisch gleich einen Windschutz und ja, so eine kleine Brennkammer, wo sich die Hitze noch besser konzentriert. Und da kommt dann auch oben das Töpfchen drauf und fertig. Also ist auch eine schöne Sache. Sieht dann so aus, wenn er steht. Jo. Ja, ich zeige euch mal, wie der Esbit Taschenkocher funktioniert. Ja, man sieht, der Kocher hat schon was erlebt. Der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Einfach Würfelchen rausnehmen, dann auf eigenes Risiko, so leichtsinnig wie ich das mache, anzünden. Und da müsst ihr aufpassen, ihr seht die Flamme nicht. Also das, ja, in dem Fall seht ihr sie nicht, weil es nicht da ist. So, anzünden. So, jetzt brennt das Ganze. Also ihr seht sie nicht gut, die Flamme. Sieht dann so aus. Mit den Riesenwürfeln. Dann kann ich euch gleich noch alternativ dazu das zeigen, wie das mit dem kleinen Kocher ausschaut, mit dem Faltkocher.
zünde ich den Würfel gleich dran an. Ja, und sobald er sich verfärbt, ist er an. Den Kocher nicht anfassen, wenn er heiß ist. Seid nicht so leichtsinnig wie ich. So. Ja, die Brenndauer von einem Riesenwürfel, wie man jetzt in dem Kocher sehen, ist ca. 12 Minuten. Je nachdem, wie windgeschützt der platziert ist. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man so ein bisschen Hitzereflektor hinmacht und dass eben der Wind nicht direkt reinbläst. Ein Riesenwürfel hat 14 Gramm und der schafft dann einen halben Liter Wasser in rund 7 Minuten zum Kochen zu bringen, wenn das einigermaßen windgeschützt ist. Die kleinen Esbit-Würfelchen, die hier, die haben jetzt eine Brenndauer von rund 5 Minuten, haben 4 Gramm und brauchen rund 5 Minuten, um 0,25 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Drei von den Standard-Brennstofftabletten von Esbit haben zusammen 12 Gramm und der Riesenwürfel hat 14 Gramm. Hier haben wir jetzt ein Heating Kit. Das ist jetzt eine Behördenvariante. Da haben wir dabei einen Faltkocher, eine Packung Streichhölzer, wasserdicht verpackt, Wasserentkeimungstabletten sind da noch mit dabei und die flachen Tabletten. Also da gibt es verschiedene Ausführungen von den Esbit-Tabletten. Das ist jetzt der flache Riesenwürfel, den werdet ihr aber im zivilen Markt normalerweise nicht finden. Nur zur Hintergrundinfo. Jo, es neigt sich dem Ende zu. Ich würde empfehlen, die Esbit-Tabletten immer ganz ausbrennen zu lassen und warten, bis der Kocher sich abgekühlt hat. Dann haben wir hier eine Version von Trangia. Die ist jetzt gedacht für Spirituskocher. Und hier haben wir jetzt einen Tatonka Spirituskocher, aber der passt da auch genau rein. Sieht dann so aus. Also der Trangia Kocher hier, der ist dafür gedacht, dass man den mit Spiritus Brennern betreibt. Da passt der Trangia, da passt jetzt hier der Tatonka Alcohol Burner, nennen die das. Hat übersetzungstechnische Gründe oder internationale Gründe, weil eigentlich müsste Spiritus Brenner heißen, aber da der ja auf dem Weltmarkt verkauft wird, heißt er eben Alcohol Burner. Von der Funktion her ist es nicht weltbewegend. Man schüttet hier oben den Spiritus rein, dann saugt sich der voll innen und dann kommt hier oben bei den Löchlein kommt dann die Flamme raus. Ja, dann, wenn der brennt, einfach Deckel drauf, dann ist automatisch die Flamme aus, warten bis er abkühlt und dann kann man wieder zuschrauben. Bei dem ist es jetzt so, da ist der Stand dabei und da kann man diese Teile dann wegmachen, die Füßchen, und kann den dann latschsparend verpacken. Ist jetzt vom Gewicht her ein bisschen von der schwereren Truppe, aber ist dafür schön stabil. So, der Fuel Bottle kann man jetzt bequem einfüllen und dann anzünden. Hier auch wieder aufpassen, denn man sieht die Flamme nicht. Ja, und den kann man dann quasi hier in die jeweiligen Pot Supports wie den hier reinstellen oder auch in den von Trangia, spielt keine Rolle. Ja, dann Töpfchen drauf und los geht's. Ja, der Topf hat auch schon ein bisschen was erlebt. Ja, man glaubt es kaum, aber der ist an, eindeutig.
da jetzt auch nicht nachfüllen, sondern erst wenn er aus ist, nachfüllen. Ja, das war's soweit von den Spirituskochern. Ob der jetzt in so einem Pot-Support steht oder jetzt hier in so einem mit Windschutz, das ist gehupft wie gehechtelt, wie man so schön sagt. Spielt keine Rolle, wenn ihr den ausmachen wollt. Einfach Deckelchen drauf, dann warten bis aus ist und das abgekühlt ist, dann den Deckel festschrauben und gut ist es. Jo. Ja, das war ja ein richtiger Schnelldurchlauf. Wir kommen schon zu den Gelkochern. Bei den Gelkochern ist es jetzt so, die kennt ihr vielleicht vom Restaurant, wenn da die warme Platte hingestellt wird, dann kommen oft diese Gelkocher zum Einsatz, um die Speisen warm zu halten. Also die gibt es im Gastrobedarf, natürlich auch bei uns. Und da kommt dann hier dieser Aufsatz drauf. Und dann könnt ihr schon das Töpfchen draufstellen und los geht's. Also das ist auch eine ganz feine Sache. Zeige ich euch nachher auch, wie der dann funktioniert. Und ja, Blatt sparen, zusammenpacken kann man dann so, indem man das dann wieder drunter klemmt. Bei diesen Gelkochern ist es jetzt so, wenn die aus sind, sind sie aus. Also dann kann man sie quasi wegwerfen, kann man sich vorstellen wie eine Farbdose. Da ist so eine richtige, ja, gelartige Paste drin. Die brennt, ist auch schön zum Feuer anzünden, also S-Bit kann man schön zum Feuer anzünden nehmen. Die Brennpaste einfach ein bisschen was mit dem Messer raus, auf das Holzstückchen drauf, was man anzünden möchte. Ja, da ist auch eine schöne Hilfe zum Feuer machen. Ich zeige mal den Notkocher 71 von der Schweizer Armee. Hier die Folie abmachen. Dann kann man hier unten den Kochaufsatz abnehmen. Hat dann hier die Fire King Streichhölzer Ayer. Ja, dann kann man das hier oben abschrauben. Und hier das Blech muss man dann einschneiden. Das schneide ich jetzt mal komplett auf. Ich zeige es jetzt mal, wie man normal schneiden sollte, nämlich immer vom Körper weg. So. Zack. Lecker. Das fackel ich nachher auch ab. Ja, wenn der Kocher dann aus ist, oder zum Löschen einfach Deckel drauf und festschrauben. Also den kann man öfters verwenden. Aber wenn die Gelpaste innen drin alle ist, dann ist sie alle. Jo, dann anzünden. Das war's schon. Dann Aufsatz vorsichtig drauf. Schauen, dass er gerade steht. Natürlich bei allen Feuergeschichten schauen, dass keine brennbaren Materialien unterwegs sind, in der Nähe sind und nur im Freien einsetzen. Ja, dann kommt hier das Töpfchen drauf und das war's. Wenn da Wasser zum Beispiel im Töpfchen drin ist, dann hält es auch gut drauf. Ja, das ist schon das ganze Geheimnis vom Notkocher 71. Es gibt da nämlich keins. Dann löschen, warten bis er abkühlt, zuschrauben, fertig. Ja, ich zeige euch dann noch diesen Gelkocher. Sieht man jetzt schon die gelartige Masse. Dann zünden wir mal an, wenn wir schon so schön beisammen sind. Und ja, also wenn ihr das einmal kurz angezündet habt, dann würde ich schon ein paar Sekunden abwarten und schauen, ob es brennt. Man sieht nämlich die Flamme hier nicht. Ich höre es knistern und deswegen weiß ich, hoppla, das Ding brennt schon. Also das fackelt bereits wirklich gut. Ich nehme mal hier so ein Streichholz. Wow!
Wie steht der Wind? Jo. Jetzt sieht man auch, dass es brennt. Also hier vorsichtig sein zum Löschen von dem Ganzen. Einfach Deckel drauf und ein bisschen abwarten, bis das ganze Kocherteil, bis die Dose sich abgekühlt hat. Viel Spaß mit eurem Notgepäck. Ja, auch wenn ihr einen großen Kocher dabei habt auf eurer Tour, ist das trotzdem noch eine feine Sache, wenn man so eine kleine Notfallvariante dabei hat. Man kann natürlich auch ein Feuerchen machen oder ein Hobo mitnehmen, ist klar. Aber so eine Notgeschichte entweder fürs Auto rein oder im normalen Gepäck bei einer längeren Tour schadet nicht. Im Notfall macht man halt ein normales Feuer damit an, dann geht es halt schneller und bequemer. Ja, wir sehen uns im Spezialdepot. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.